Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und ihr seht, ich chill wieder in meinem Stuhl. Aber das Ganze finde ich auch ganz chillig, weil so bin ich einfach motivierter mit euch zu reden. Als immer dieses Stehen, alla Flavio Simonetti, hi Leute, was geht? Bizeps anspannen, Brust, was los? Ich sitze hier auch in so einem ganz chillig, lapprigen T-Shirt und ja, was los, Tyson? Du klickgeile Hure, kommentierst nur noch, bla, bla, bli, blo, blub. Also, ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass ich mittlerweile, dass da der Hustle am Start ist, ja, und ich immer bei GA oder so unter den Videos so einen Spruch drücke, weiß ich nicht, so beste Form seines Lebens, bei Ralf ist aber auch schon länger her, oder oh, da ist der Hustle am Start, einfach sinnlos irgendwelche Kommentare drunter poste, die vielleicht ein paar Likes bekommen. Ja, das tue ich. Warum mache ich das? Grund Nummer 1, klar, es ist eine sehr effektive, wie ich mitbekommen habe, Art und Weise, Abonnenten zu generieren. Ja, weil Leute werden halt sonst nicht auf mich aufmerksam. Dann sehen sie halt da, oh, Top-Comment, wer ist das denn? Tyson Fitness, klicken drauf und sind dann auf dem Channel. Das heißt, es ist für mich eine sehr effektive Art und Weise, neue Abonnenten auf den Channel zu bringen. Gibt es weitere Gründe? Eigentlich nein. Weil das Einzige, was das wirklich für mich bedeutet oder bringt, ist mir mehr Reichweite. Ich brauche die GA-Videos nicht zu gucken. Ich gucke die GA-Videos wirklich nur im Moment, um irgendeinen Kommentar zu finden, den ich drunter schreiben kann, um wieder neue Abonnenten zu bekommen. Ja, zum Teil haben meine Kommentare jetzt 200 oder mehr Likes, ja, 190, 200 und danke, dass ihr die Dinger liked, ja, weil das Problem ist halt einfach, ich mache jetzt schon seit 1,5 Jahren Videos, ja, und ich habe halt nie wirklich diese Rumpflennerei gemacht, so, ey, machst du mit mir ein Collab, gibst du mir ein Shoutout, gibst du mir das, machst du das. Ich war auch bis vor 4 Monaten oder 5 Monaten nicht in dieser Fitnessgruppe und so. Ich war nicht in diesen Fitnessgruppen, ich hatte keine Connection, kein gar nichts. Und das erste Dreivierteljahr habe ich halt nur Videos gemacht und Tags gemacht. Nur Videos und Tags. Ich habe nirgendwo meine Videos gepostet und so. Und dann habe ich irgendwann Facebook gemacht. Und dann habe ich da ab und zu gepostet, aber da hatte ich ja auch nur geringe Reichweite. Ja, und ich bin nie irgendwie über andere gegangen und ich bekomme einfach mittlerweile mit, Leute, die zum Beispiel über andere gehen oder dann in den Gruppen immer aktiv sind und posten und machen und helfen und so, bei denen sprießt das richtig krass hoch. Und jetzt bin ich mal darüber zu übergegangen. Ich habe jetzt 3 Tage mal Kommentare geschrieben. Wirklich unter oder jedes Video und meine Abonnentenzahl, die ich dazu bekommen habe, hat sich einfach vervierfacht, beziehungsweise verfünffacht. Normalerweise so 10 bis 20 Abonnenten, plötzlich 50 Abonnenten pro Tag. Und da denke ich mir so, was? Nur weil ich die Kommentare schreibe? Und ja, es ist wirklich so krass. Und das hat nichts mit, doch, ja klar, es hat schon was mit klickgeil zu tun. Ja, klar bin ich klickgeil. Ja, ich möchte auch, dass der Content, den ich hier produziere, was ja auch Arbeit ist, ja, dass der gesehen wird, dass das irgendwie Anerkennung bekommt. Von YouTube, die Einnahmen. Ich habe schon 250 Videos ungefähr runtergenommen, die ihr nicht seht, wenn ihr neu dazugekommen seid, die auch Arbeit waren, ja, aber die nicht mehr meiner Qualität, die ich im Moment habe, entsprechen. Aber was man von YouTube bekommt, man kann sagen, pro 1000 Klicks bekommt man, also bekomme ich, das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, je nachdem, wie die Abonnenten sind, wie viel Adblocker die haben und so. Ich sag mal, pro 1000 Klicks bekomme ich 70 Cent. Da könnt ihr euch ausrechnen, bei der Klickzahl, die ich habe, wie viel ich bisher mit YouTube verdient habe. Die Klickzahl kann man ja sehen. Und davon haue ich jetzt nochmal die Hälfte für das Gewinnspiel raus. Deswegen, das ist wirklich nicht lukrativ. Und ich möchte natürlich schon, dass es lukrativ wird. Vor allem, weil ich jetzt dazu übergehe, das Ganze eventuell zu meinem Job zu machen. Ja, und ich kann nicht mit einem Job leben, wo ich 1000 Euro im Monat bekomme, sondern ich muss das schon irgendwie das Game voranbringen. Und ich möchte das Game natürlich auch so voranbringen, dass ich jetzt nicht hingehen muss und Sachen verkaufe für 200 Euro, sondern dass das für die Masse, also dass ich einfach viele Leute habe, wo ich dann auch kleinere Preise machen kann. Und deswegen mache ich jetzt im Moment dieses Rumgeschreibe auf anderen Kanälen und ich hoffe einfach, dass ihr mich auch supportet und die Dinger trotzdem weiter liked. So bringen wir einfach das ganze Game nach vorne, ja, so wachse ich, so wächst die Community und so habe ich auch viel mehr Möglichkeiten von dem Geld, was ich einnehme oder einnehmen werde vielleicht auch mal mit, will ich mir auf jeden Fall eine Lagerhalle kaufen, ja, also wie auf jeden Fall ein Garagengym und dann ein Garagengym machen, dann gibt es einmal im Monat ein Meet, Alter, dann gibt es wirklich ein Community-Treffen, wo dann
immer so 10, 20 Leute, also es soll schon kleiner bleiben, aber jeder hat mal die Möglichkeit, das wird vielleicht ausgelöst, wir machen mal größer, so einen größeren, oder irgendwie die ganze Scheiße, ich habe da richtig Bock drauf, nur mir fehlen die Möglichkeiten, ich kann sowas in meinem Studio nicht machen, ich kann kein Personal Training machen, ich habe einfach das, was ich machen möchte, kann ich noch nicht wirklich machen, weil ich die Mittel nicht habe und das Game möchte ich jetzt einfach voranbringen und deswegen auch die Kommentare und ja, Freunde. Auch das Gewinnspiel so ein bisschen auf Trailer-Mailer gemacht. Das Gewinnspiel kommt jetzt oder war schon, ich weiß es nicht. Aber ja, das ist der Grund dafür. Und Leute, bitte kein Hate. Ich liebe euch immer noch und ich werde nicht zu so einem... Ich bin keine klickgeile Hure. Ich will nur das Game voranbringen, ja. Und ich will den Leuten auch mal zeigen, was wirklich Sache ist, ja. Denn die sind ja alle verblendet. Aber Leute, ihr wisst Bescheid. Ich bleib euch treu. Und ich hoffe, ihr mir auch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace.